Normalerweise macht er Hip-Hop, aber in diesem Fall macht er was anderes. Wir nennen es Alternative. Hier ist Tapete. Man kennt ihn eigentlich. Tapete aus Berlin. Die Jacke trage ich nicht, weil mir heiß ist. Ich habe einfach nur keine Lust, meinen eigenen Achselschweiß zu riechen. Das ist Moschus, das lenkt ab. Für den Schal hatte ich keinen passenden Spruch, deswegen ist er jetzt weg. Ich muss mal einmal kurz den Sound testen von dem Teil. Der folgende Song ist, der beginnt bei meiner Entstehung, die Zeugungsgeschichte sozusagen von mir selbst. Der beginnt mit einem geplatzten Kondom. Das ist die Wahrheit, ein geplatztes Kondom. Manchmal ist es auch gut, also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war ganz gut. Okay. Trotzdem heißt der Song Loser. Ich kann hier leider nicht ganz nach links gehen. Ich rede schon wieder zu viel, glaube ich. Aber ich kann nicht so ganz nach links, weil hier so ein Kabel im Weg ist. Deswegen muss ich das alles ein bisschen... Okay, alles klar. Das Mikrofon muss ich auch nochmal. 1, 2, 1, 2. Okay, alles klar. In den 80ern ist ein Kondom geplatzt, eine Spermie hat's bis zur Eizelle zum Thron geschafft, ein Chromosom hat aus dem Embryo einen Sohn gemacht, erfülltes Kindchenschema, Sema, Sohn Fratz, ab dem Kindergarten in der Tat und ging's bergab, kaum ein Erzieher da, der es mit mir nicht schwer hat, immer ehrlich, der Wicht wurde nach jedem Streich ertappt, schon mit 4 hab ich hier versagt, den Grundschulabschluss sagt, bloß machte mit Bravour, der kleine Scheißer war ich gut, zieh den Hut doch dann die Tortur, sie teilten ihn nicht, sie verurteilten meinen Humor und kamen meinem Sarkasmus mit 6 eilig zuvor. Machte mir einen Lenz geschwänzt und Mucke gemacht. Meine Clique stand im Generalgruppenverdacht. Trotzdem war ich dann irgendwie noch die Kurve gekratzt. Ich brauchte. Na, was brauchte ich wohl? Ich hab heute Manta Manta gesehen und da habe ich so einen Witz gehört. Ganz ehrlich. Und zwar habe ich das jetzt auf mich bezogen. Das geht so: Warum dürfen Rapper in der 4. Klasse schon rauchen? Weil sie dann schon 18 sind. Alter, Manta, Manta. Es war ein Hit hier in Deutschland. Oi, oi, oi. Alles klar. Ich komme jetzt zur Hook. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? I'm a loser, baby. So kill me, please. Ich brauchte Nahrung, so viel und natürlich Mobilfunk. Miete zahlen, Möbel kaufen, Alkohol, das siehst du. Schnell erledigt, Schluss mit Shape. Ich nutzte meinen Visa-Kredit, Bank belogen, überzogen in der Schufa flott für ewig. Wurde verfolgt und wollte meine Schulden bezahlen, als meine Liebe vorschlug, einen Teil der Last zu tragen. Wir machen einen Vertrag mit 98 Raten, auf das Geld noch warten, verließ sie meinen Garten. Inka SSO ist Inkasso, ja? Die Inka SSO machte mit mir Geschäfte, oh, denen Geld zu zahlen, Qualen hasse ich wie die Pest, so. Mein Verstand ermahnte, verlangt, ändere alles, verkannte, verplante, elegant, ständig alles. Ich hab kein Geld, nur ein Haufen Geigenfristen, zahl für hingespinste Zinsen, all den Mistmensch, den ich sah und haben wollte, schön gerechnet, schön verzecht und jetzt schön lästig. I'm a loser, baby. Guck, ich hab mir das überlegt, weil hier so die Buh-Fraktion ist ja recht stark hier im Publikum und jetzt können wir das einfach mal instrumentalisieren und zwar fördert das dann den Song und die letzte Strophe. Ich sag ich und ihr schreit Loser. Ich? Ich? Loser. Danke. Jetzt kommt dann die Auflösung. Ne? Machen wir mal. Was ist denn drauf geschissen? Wissend, ich würde mir vor Lachen noch den Bauch bepissen. Listen to me. Eingeschissen? Wer hoch hinaus will, muss schwindelfrei sein. Wer hoch hinaus will, merkt ihr das hier am Klavier? So hickhack ist das ein bisschen, wa? Ich bin auch Rapper eigentlich. Aber man kann es mal probieren. Trotzdem könnt ihr jetzt einfach zwischendurch ein Solo kicken. Das wird von mir verlangt, weil ich trotz Musiker-Daseins gegen die Wortkünstler antrete, was extrem unfair ist eigentlich. Aber es ist ja hinterher sowieso euch überlassen. Eigentlich ist es ziemlich fair. Thank you.
Dankeschön. Ja. Ich meine, darum geht's ja bei dem heutigen Abend. Mit sowas kann überhaupt keiner rechnen, dass ein Rapper tatsächlich einen Fender Rhodes beherrscht, Freunde. Das ist ein Sonderpunkt eigentlich wert. Und die meisten waren führend. Ich glaube, das kann man so werten. Tapete, der normalerweise Hip-Hop macht, also so Sprachgesang, und jetzt sitzt er hier am Klavier.